dass es mir leid tut, dass ich jetzt doch keinen Top 3 Textwerk of the Week machen werde. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf der Map Hijacked. Und zwar habe ich in dem Video ein kleines Thema anzusprechen, oder mehrere Themen eher gesagt. Und das erste Thema wäre, dass der Typ eine Holzaxt hat und ich habe nichts. Ne, das erste Thema wäre, dass es mir leid tut, dass ich jetzt doch keinen Top 3 Textwerk of the Week machen werde. Da ich finde, das einfach nicht auf meinen Kanal passt und ich irgendwie im Moment das machen will, was mir Spaß macht. Und was mir im Moment einfach Spaß macht, ist einfach mal eine Runde Kurski aufzunehmen und einfach dazu ein bisschen zu quatschen oder ein bisschen einfach dazu zu reden. Den haben wir auch noch bekommen. Und das ist Ricky Crafter. Ich weiß nicht, warum der nicht genickt ist, aber jedenfalls hat er gerade mein Eisstück gestealt. Und ja, trotzdem Leute, denke ich, oder es tut mir jedenfalls leid, dass auch das Video gestern runtergenommen wurde, oder eher gesagt, dass ich es runtergenommen habe. Aber es hat mir einfach nicht gefallen, das Video, weil es irgendwie von der Qualität auch nicht so gut war. So, und den haben wir jetzt schön weggetryhardet. Das passt auch so. So, und Leute, ich hoffe, die Runde wird jetzt was, weil ich hatte schon ein paar Aufnahmeversuche. Ich glaube, das waren schon mehrere 5 Aufnahmeversuche. Deshalb würde ich jetzt gerne mal eine Runde hinbringen, deshalb tryhard ich auch ein bisschen jetzt. So. So, da haben wir ihn bekommen, Ricky Crafter. Und der hatte doch ein Eisenschwert. Da ist das Eisenschwert. Das sieht irgendwie aus wie die Angel. Habe ich ihn gerade nicht gesehen, aber jedenfalls habe ich es jetzt in die Runde, denke ich mir, würden wir auch gewinnen. Und was ich noch ansprechen wollte, sind, dass ich jetzt wahrscheinlich ja gleich mal bald die 3000 Abonnenten habe. Und dazu werden auch 2 Specials folgen. Das erste Special wäre, glaube ich, eine Montage oder umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, was halt vorher fertig wird. Ich bekomme jedenfalls einen RP vom Lico RP24. Kennen, denke ich mal, eh wahrscheinlich die meisten. Und so, aber auf jeden Fall habe ich jetzt zumindest alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Und das, denke ich mal, war es dann auch mit dem Video nach der Runde, bis ich sterbe. Und deshalb, ich würde einfach sagen, das war's mit der Runde Kurski oder mit den Runden Kurski. Ich hatte jetzt irgendwie nicht so viel Bock, noch was aufzunehmen, weil ich im Moment wenig Bock habe, Videos generell zu machen. Aber dann würde ich sagen, Leute, das ist ein Vorsicht und dann schauen wir uns zum nächsten Mal.